Willkommen zurück zu The Search, Part 5. Ja, ich habe im letzten Part, bin ich meiner Meinung, gesagt, wir werden uns vor dem, ja, vor dem Raum treffen, wo wir dann durchgehen. Das große Problem ist jetzt nur, dass der Part 5 Schönen Tag, tatsächlich. Ja, danke Warren. schön. Ja, wundervoll. Dass Part 5 tatsächlich nicht hochladbar ist. Ich weiß auch nicht warum. Es ist auch für mich sehr schleierhaft. Ihr seht ja auch hier eine andere Rüstung, als ich sie eigentlich anhatte. Ihr seht die Lynx-Rüstung. Das ist, weil ich mit meinem zweiten Charakter spiele. Also mit dem zweiten Spielstand. Und ja, das große Problem, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ist, dass es nicht hochladbar ist. Ich hatte die Folge. Ich habe auch, das kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, einen Boss schon gemacht. Den werden wir gleich sowieso sehen. Und ich spiele das jetzt hier gerade einfach mal nach mit diesem Charakter. Aber ich werde natürlich für die weiteren Folgen, also ab Part 6, meinen anderen Charakter, meinen richtigen Let's Play-Charakter verwenden. Das heißt, alles, was ihr hier seht, hoffe ich mal, versuche ich nachzuspielen. Den Stab habe ich natürlich auch nicht auf Level 6. Und mit meinem anderen Charakter habe ich auch tatsächlich den Hammer weitergelevelt gehabt. Und ja, ich will nicht zu viel jetzt noch spoilern, deswegen, ja, das Problem ist auch, den Boss hier habe ich tatsächlich schon mal angefangen gehabt, weil ich vergessen hatte, dass das Zeta war. Schon ein bisschen blöde. Naja, ich kann ja für den Charakter, bei den spiele ich eigentlich eher off-cam, aber ich habe halt bis hier nochmal gespielt mit dem zweiten Charakter, damit ich halt auch euch alles wirklich zeigen kann. Ich glaube, hier war gerade was, ne? Nee. Oder? Ne, gut. Also wenn wir den Boss gemacht haben, dann habe ich noch ein bisschen hier was entdeckt, was wir vorher noch nicht hatten. Die Folge ging tatsächlich so an die 25 bis 27 Minuten. Scheiße, meine ganze Ausdauer ist leer gewesen. Das ist also EMP-Sensor, Sensor, ja, Sensor, den er hat. Also jetzt die schweren Angriffe. Und ich wollte euch eigentlich noch den Hammer zeigen, aber das werde ich dann in der nächsten Folge machen, wenn es dann wieder mit meinem anderen Charakter regulär weitergeht. So, da seht ihr schon die Absperrung. Typisch für Souls-like-Spieler eigentlich. Also, was heißt typisch, aber kennt man ja so. Ja, ich werde jetzt den Boss hier besiegen. Und der sieht so aus. Es gab auch keine Intro-Szene. Tatsächlich. Also, ja. Wie hat der mich denn jetzt bitte getroffen? Ich habe tatsächlich schon mal versucht, also den Boss, den wollte ich halt nicht machen. Deswegen bin ich auch mit Absicht gestorben, nur hat er mich irgendwie gar nicht down bekommen. Ich weiß auch nicht warum. So. Der Boss hier ist recht interessant. Da er erstmal die Anzeige voll haben muss, damit man. Oh, oder auch doch nicht. Okay. Komm schon. Mach ihn platt. Die Anzeige, die Orange, wenn die voll ist, schießt er Raketen und die kann man verwenden. Oh, fuck. Damit er sich selber trifft. Das hat man natürlich jetzt nicht wirklich gesehen. Der mich gerade getreten? Was ist denn bei dir kaputt, ey? Das hat er noch nie gemacht. Also man kann es so machen wie ich, die rote Anzeige, oder die, besser gesagt, die orangene Anzeige voll machen, damit er seine Raketen abschießt, oder man muss Teile, die. Gibt's doch gar nicht, ey. Hallo? Hallo? Was ist denn das jetzt hier? Sag mal, den macht. Ey, ich will jetzt hier nicht sterben, hallo? Jetzt macht er seine Raketen. Oder macht er sie? Ich glaube ja. Ja, seht ihr? Die schießt er nämlich vom Rücken aus. So, schwerer Angriff, zack, zack. Und tot ist er. Und dann kriegen wir diese Waffe, Pax Imperator. Die habe ich tatsächlich noch nicht gezeigt gehabt in der fünften Folge.
Oh, sogar Level 7 mit dem Stab. Das ist interessant. Also für meinen Charakter, ich spiele nämlich diesen Charakter nur mit Stab oder mit Stäben. Habe ich mir auch vorgenommen, einfach mal so ein bisschen die Waffenklassen ausreizen. Aber ich werde natürlich hier extra für dieses, für diese Nachholfolge. Ich bin auch eigentlich schon mit der Kernleistung viel weiter. Ich bin da, glaube ich, Level 28, damit ihr Bescheid wisst. Werde ich euch mal diese Waffe hier zeigen. Die ist sogar 10 mal stärker. Und sieht so aus. Man kriegt halt, glaube ich, immer vom Boss eine Bosswaffe. Und die einseitig montierten Waffen kennen wir natürlich auch. Nur bin ich mit denen Level 1. Wobei ich mit meinem Let's Play-Charakter natürlich schon, glaube ich, Level 2 bin. Und wir brauchen Heilung ganz schnell. So, aber den benutze ich jetzt erstmal nicht. Den werde ich mit meinem anderen Charakter dann mal spielen. So. Oh, fuck. Ne, ich nehme auch extra mal die ungeschützten Teile, glaube ich. Weil, ja, ich brauche jetzt hier keine Teile erstmal. Upa. Oh, ich wurde getroffen, wa? Oh nein, weg! Hallo? Ich hab doch... Ich bin gestorben. Das Altmetall will ich wieder haben. Ganz ehrlich. Weil das brauche ich für meinen Charakter hier. Ich weiß nicht, wie viel das war. 2000, ja. Also fast 3000. Ja, ja, bla bla. So, machen wir erstmal die hier platt. Because sie können nichts. Und dann... So, gibt auch noch ein bisschen extra Zeit und ein bisschen extra Altmetall, von daher. Why the fuck not? So, und das ist das erste Video, was ich nach meiner Monetarisierung tatsächlich jetzt hier gemacht habe. Also mache. Ja. Das ist dennoch sehr, sehr ungewohnt. Ich weiß auch nicht, ob es richtig funktioniert. Also wenn ich habe es ja schon mal ausprobiert, wenn ich mein Video anklicke, sehe ich keine Werbung. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es mein Video ist. Oder vielleicht seht ihr auch keine Werbung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann die planmäßig hochladen. Das ist ja die Hauptsache. Und es funktioniert wieder. Das ist wirklich ein Segen. Oh Gott. Aber das erleichtert einen doch schon sehr, sehr viel. Man kann es wirklich am Sonntag oder Samstag noch planen. Hochladen, planen. Und ja, dann geht's auch schon ab. Dann... Oh, das sah geil aus. Ah, der hat sogar was fein gelassen für mich. Ja, ein Linksbeinmodul, warum nicht? So, gib mir mal meinen... Oh! That's my head. So. Oh. Die Tür war ja vorher auch zu. Das wisst ihr hoffentlich noch. Ich hoffe, das ist in der Folge 4 deutlich geworden. Und jetzt ist sie offen, dadurch, dass sie den Pax Imperator platt gemacht haben. Und... So, was haben wir denn hier? Hier haben wir... okay, Schrotthaufen. Ja, ich weiß, dass Schrotthaufen innerhalb meines Inventars-Dings werden. Oh! Den habe ich mit meinem anderen Charakter tatsächlich nicht kaputt gemacht hier. Oh, hier geht's ja noch. Oh, was ist das denn? Ui. Ich glaube, ich sollte mit meinem anderen Charakter nochmal zurückgehen. Das wusste ich echt nicht. Das habe ich nicht gemacht. Cool. Man findet anscheinend doch noch immer noch Sachen bei dem Spiel, wo man sich vorher dachte, hä? Das war doch vorher ganz sicher nicht. Das haben wir doch dazu gepatcht, oder? Also dazu gepatcht, für die, die es jetzt nicht verstanden haben. Nein, haben sie natürlich nicht. Warum sollten sie... Oh, oh, pop, pop, pop. Ich hoffe, das Video kommt, genauso. Also, ich habe schon gesehen, nur mal so, nebenbei, The Search wird nicht so krass geguckt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es an vielen vorbeigegangen, dass, The Search draußen ist. Oder vielen ist das Spiel auch vielleicht egal, aber es macht eigentlich richtig Bock. Was? Voltaik Dynamo? Ups. Voltaik. Ist das hier? Ja. Energiegewinn. Erhöht die Energiegewinnung durch erfolgreiche Angriffe. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Nur, ich warte lieber auf meinen neuen Slot. Oh, jetzt habe ich mich geheilt. Das war natürlich dumm. Also die, die es gucken, für euch sei gesagt... Oh Gott! Der hier schon wieder. Den kennen wir noch aus Folge 4.
Und der hat tatsächlich ein Kopfmodul. Nee, der hat. Doch, hat er. Der ist jetzt tatsächlich tot. Wow. Also für die, die das Search gucken, kann ich nur mal schon mal sagen. Warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Fuck, jetzt habe ich das auch vergessen. Och nö, ey. Vitalinjektor, ja, das kann ich alles eigentlich verschrotten, weil das habe ich alles doppelt. Doppelt und dreifach. Da das hier kann ich verschrotten oder das hier, das ist eigentlich scheißegal. Weil dann kriegt man dadurch ein bisschen Altmetall, das wisst ihr ja hoffentlich auch noch. Das ist natürlich besser als das hier. Verbraucht zwar ein bisschen mehr Kernleistung, aber scheiß drauf, das kann auch weg. Kann ich nicht zerstören, warum nicht? Hä? Warum kann ich das denn nicht zerstören? Hab ich da, weil ich das schon mal zerstört habe, oder wie? Ne, das hier kann ich nicht zerstören, das aber schon. Ach, das habe ich drinne. Ah, jetzt verstehe ich das erst jetzt. Na gut. Okay. Das war natürlich Dummheit von mir. Oh, was ist das denn hier? Sind das Schokoriegel und Dosen und sowas alles? Okay. Ist das ein Easter Egg? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Und hier ist tatsächlich jetzt der Shortcut, den wir mal gesehen hatten in der ersten Folge. In der zweiten Folge. Ich glaube, das war noch die erste. Ach ja. Dies ist keine genehmigte Pause. Dies ist mir scheißegal. So, Kernleistung oder. Ja, doch, Kernleistung. Bam. Bam. Nochmal geht nicht, dann weiß man immer weg. Ah, Moment. Medi-Bay. Medi-Bay. Das hier will ich drin haben. Geht das tatsächlich? Ja, das geht tatsächlich. Geil. Dann kann das hier dafür weg. Ja, theoretischerweise kann ich auch beide drin lassen eigentlich, oder? Wenn ich das hier wegmache, kann ich dafür dann die Energie gewinnen. Weil das ist wichtig für meinen Stab. Tatsächlich. Ach, das hier kann ich ja dann. Ja, dann zerstöre ich das hier, weil das habe ich ja schon. Ich brauche keine Sachen doppelt irgendwie. Ist nicht so mein Ding. So. Das Spiel ist jetzt nicht so schwer, dass ich sagen muss, boah, ich brauche unbedingt noch mehr Leben. So, und was ich euch noch zeigen wollte, ist tatsächlich, dass eigentlich, ich weiß nicht, ob das zufallsgeneriert ist hier, aber der Typ hier, der hier oben ist, der da, der hat ein Brustmodul eigentlich, aber hier hat er das nicht. Lol. Du bist ein kluger. Lol, der steht auf der Luft. Okay, ist mir recht. Der hat jetzt hier nicht die Rüstung, komisch. Weil, achso. Weil bei meiner anderen Folge hatte der hier eine Rüstung. Und die habe ich jetzt halt dann an. Diese Brustrüstung. Also, das ist echt von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Oder von Spieldurchlauf zu Spieldurchlauf. Finde ich ja doch recht interessant. Muss ich ehrlich sagen. Also nicht wundern, ich habe damit meinen anderen Charakter eine Brust. Eine Brustpanzerung von diesen gelben Typen, also von dem Rhino. Und die kann ich euch ja dann nochmal richtig zeigen. So, uff, in der Kraftwerk hier. Oh! Oh! Oh, scheiße. Ach ja, komm, ja, leck mich doch, ey. So, den muss ich erstmal jetzt töten, weil sonst geht er mir hier richtig auf den Sack. So. Weg, die Sau. Warum musst du eine Palette kaputt machen? Die arme Palette hat dir nichts getan. Bin ich jedenfalls der festen Meinung. Also es tut mir auch leid, wenn die Folge heute mal nicht so lang wird wie die andere und die anderen, weil es ist halt eine Nachspielfolge, ja. Das ist das Problem. Und ich habe an der Folge hier nochmal nachgeguckt, ob der unten, der Typ, der andere mit den komischen Scherenhänden, mit dieser ekelhaften schnellen Combo, da habe ich nochmal nachgeguckt, ob der vielleicht einen Helm hat, weil den hatte ich halt noch nicht für Rino, aber der hatte keinen. Vielleicht hat er jetzt einen. Das können wir mal nachgucken.
Dafür müssen wir sogar hier runter. Doch, das können wir nochmal schnell machen, weil wenn das wirklich unterschiedlich ist von Gegner zu Gegner, von Spieldurchlauf zu Spieldurchlauf, dann können wir das hier mal uns anschauen. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Energie. Nur reicht das wahrscheinlich noch nicht. Hast du einen Helm? Ja, dann nicht. Der hätte nicht mal ein Brustmodul, also... Es ist echt anders immer. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Das ist ein bisschen dynamischer, wie ich finde. Und hier können wir immer noch nicht rein, warum auch immer. Die Tür kann nicht geöffnet werden, ja, weiß ich auch nicht. Ich denke jetzt wirklich gerade hart nach, was ich den Leuten, die Search gucken, eigentlich sagen wollte. Irgendwas wollte ich denen noch sagen. Oder besser gesagt, euch wollte ich es sagen, weil ihr guckt ja gerade zu. Was war es nochmal? Ich weiß es nicht. Ich muss mir echt das Video nochmal anschauen, damit ich das sagen kann. Das ist doof. Das ist doof. So, dann gehen wir jetzt hier schon mal rein. Weil ich bin auch in die nächste Levelzone gegangen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nur 5 Levelzonen. Was ich ein bisschen wenig finde, weil wir sind jetzt in Level 5, haben das hier durch. Und mit gut Glück sind wir Level 25 fertig mit... in Level 25. In Folge 25 durch mit dem Spiel. Das wäre wirklich sehr, sehr kurz. Also, für mich irgendwie... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oder sind es 7 sogar? Keine Ahnung. Können auch 7 Gebiete sein. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Unser Gründer Jonah Guttenberg hat eine Vision. Die Vision einer besseren Welt. Ich muss es euch nicht sagen, wir sehen doch wirklich alle, was hier passiert. Und so haben wir uns das bestimmt nicht vorgestellt. Jonah sah, wie die Welt vor seinen Augen zerfiel. Es waren nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die Schere zwischen Arm und Reich. Nein, es war größer. Zunehmende Missernten, steigende Meeresspiegel, Dürren, Fluten, Stürme, unsere Welt lag im Sterben. Projekt Resolve war nicht als Heftpflaster gedacht, sondern als Heilung. Mit jedem Start wird die Integrität unserer Atmosphäre gestärkt. Mit jeder Raketenladung wird die Welt für künftige Generationen verbessert. Jonah nutzte seinen erheblichen Einfluss, um die Reichen und Mächtigen der Welt zusammenzubringen und das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen. Nicht länger konnte der Umweltwandel ignoriert werden. Viele hielten es bereits für zu spät. Doch Jonah hatte eine Idee. Und durch die riesigen Ressourcen seines Unternehmens schuf er den Prototyp, der schließlich bekannt wurde als Projekt Resolve. Und darum seid ihr hier, um etwas zu bewirken. Darum ist Creo hier. Darum sind wir alle hier. Ein Traum wird Wirklichkeit. Nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder. Und für unsere Kindeskinder. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit Jonah Guttenberg, Gründer von Creo. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Unser Gründer Jonah... Wirklich sehr interessant. So, und das hier ist auch sehr, sehr interessant. Eine Drohne, eine eigene, können wir jetzt hier bekommen. Netzwerkfehler. Umleitung. Manuelle Verbindung hergestellt. Willkommen im Fertigungskomplex B. Arbeiternummer. Datenbankfehler. Ich führe Sie gern herum. Wie kann ich behilflich sein? Keine Ahnung. Ich führe Sie gern herum. Herum. Großartig. Dann, wo ist die Servicestation? Keine Informationen verfügbar. Hast wohl irgendwo eine Schraube locker, hä? Danke für Ihre Anteilnahme. Fehler. Keine lockeren Schrauben gefunden. Richtig.
Also, wo sind alle? Verbindung zu Cryonet fehlgeschlagen. Keine Daten verfügbar. Okay. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen. Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen. Benötigen Sie meine Dienste. Bereitgestellt von Cryo. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Bitte bleiben Sie am Apparat. Deine Begleiterdrohne ermöglicht einzigartige Kampfaktionen, erweitere Arsenal, indem du neue Drohnenmodule findest. Drohnenmodule erhalten, fokussierter Infrablaster. Die Drohne feuert ein energiegeladenes Geschoss auf den Gegner und verursacht leichten Schaden. Kann ohne Energie eingesetzt werden, verursacht dann allerdings, was weiß ich. So, und hier ist ein Schrotthaufen aus Metall. Ich habe ja schon mal gesagt in den Folgen davor, dass diese Verbrauchdinger, hier das hier, das ist ja schon rot, das ist ja schon Mark 4, das höchste. Aber das ist halt ein kleiner Schrotthaufen aus Hightech-Materialien. Das hier ist sogar schon aus seltenen Materialien. Und das hier ist einfach ein Schrotthaufen, was schon als MK2 tatsächlich mehr bringt, als die MK4-Variante von kleiner Schrotthaufen. Also, die kann ich auch eigentlich alle mal benutzen bald. Man sieht, es geht vielleicht noch eine ganze Weile, das Spiel. Ich hoffe es jedenfalls. Und wir sehen uns dann mit dem anderen Charakter dann genau hier, weil genau hier habe ich aufgehört gehabt. Und dann seht ihr mich, glaube ich, mit dem Hammer in der Hand, weil den hatte ich da mal ein bisschen gespielt. Und ja, werde ich auch jetzt dann mal weiter zeigen, weil ihr habt den ja kaum gesehen. Folge 5, die Originale gibt es ja nicht mehr. So, und diese endet jetzt auch hier. Wir sehen uns zur nächsten Folge von... Oh, ich habe Hände. Oh, kann ich damit auch schreiben? Oh, ich glaube nicht. Gut, bis zur nächsten Folge von The Search.